der Klinik am Südring. In Deutschland wurden 2016 fast 600.000 Körperverletzungen polizeilich erfasst. Die Dunkelziffer liegt weit höher, denn bei Verbrechen im Familien- und Freundeskreis kommt es häufig nicht zu einer Anzeige. Auch in der Notaufnahme der Klinik am Südring hilft Assistenzärztin Viola Greve gleich einem Patienten, der glaubt, Opfer einer Straftat geworden zu sein. Seine Freundin hat das Einschalten der Polizei bisher verhindert. So, schauen wir mal das Protokoll ab. Genau. Also das ist der Frankie Meyer, 29 Jahre alt. Wir haben ihn von der Bandprobe abgeholt. Ja. Es ist ein Bühnenscheinwerfer auf ihn herabgestürzt. Ja. Während der Probe hat ihn am Nacken und am Hinterkopf getroffen. Das war hundertprozentig Absicht von dem Dennis. Er wollte, dass er mich das Ding trifft, damit er wieder mit Chrissy zusammen sein kann. Wir sind eine Band. Okay, stopp. Vielleicht können wir erstmal hier eine Übergabe bekommen. Genau, ja, also... Wie schon gesagt, der Scheinwerfer hat ihm am Nacken und Hinterkopf getroffen und beim Herabstürzen ist der Scheinwerfer gebrochen, sodass er jetzt Splitter am Nackenbereich hat. Wir haben die jetzt erstmal abgepolstert. Den Kopf habe ich jetzt erstmal so fixiert, weil das mit dem Stiffneck nicht möglich war. Ansonsten war der restliche Bodycheck unauffällig. Er ist jetzt auch soweit stabil gewesen bei uns. Blut haben wir abgenommen und Schmerzmittel gegeben. Ja, genau. Ja, wir können halt jetzt Gefäßverletzungen oder Wirbelsäulenverletzungen erstmal nicht ausschließen. Ne? Das ist ja. Nochmal kurz zum Ablauf. Also Sie spielen zusammen in einer Band. Wir sind zusammen in einer Band. Ja. I'm Rose, genau. Dennis, den er gerade beschuldigt, ist unser Bandtechniker. Ja. Und der hat halt die Scheinwerfer montiert. Wir hatten jetzt eine Probe für einen Gig in 2 Tagen. Und die haben sich auch vorher gestritten und er hat ihn geschubst. Und jetzt mein Frankie, es war keine Absicht, glaub mir, wirklich. Also Sie meinen, er hat das mit Absicht gemacht? Auf jeden Fall. Dennis ist mein Ex-Freund und Frankie ist mein aktueller Freund und er ist Der steht immer noch auf Chrissy und will sie auch zurückhaben. Wahrscheinlich hat er sich in seinem Erbsenhirn irgendwie gedacht, wenn er mir so ein Ding auf den Kopf haut oder so und ich ausgeschaltet bin, kommt da wieder ein Chrissy ran. Das ist Schwachsinn, Nein. völliger Schwachsinn, komm mal klar. Ich würde sagen, Sie fahren definitiv erstmal ins CT, das müssen wir abklären. Besonders wenn das um den Hals und die Wirbelsäule geht. Und dann gucken wir uns den Rest an. Das Problem war, wir konnten die Splitter in seinem Nacken nicht direkt entfernen, da er den Scheinwerfer ja hinten auf den Nacken und auf den Hals bekommen hat. Und wir dadurch Angst hatten, dass er vielleicht im schlimmsten Fall sogar einen Querschnitt, das heißt einen Bruch in der Wirbelsäule haben könnte. Und dann wäre es absolut gefährlich gewesen, den Verband abzunehmen und die Splitter zu entfernen, weil im schlimmsten Fall hätte es dann sogar bis zu einer Querschnittslähmung kommen können. Während die Freundin des Gitarristen besorgt auf das Ergebnis seiner CT-Untersuchung wartet, treffen weitere Bandmitglieder ein. Dem angeblichen Attentäter ihres Freundes geht es selbst nicht gut. Er muss sogar von seinem Bruder und einem Bandkollegen gestützt werden. Ich bin die behandelnde Ärztin. Ja, wollen Sie kurz mal erzählen, was passiert ist? Ja, also ich weiß auch nicht genau. Also wir hatten vorhin eine kleine Rangelei, da bin ich mit dem Kopf gegen Gerüst geknallt. Ja. Da ist vielleicht der Cutter an der Nase. Ja. Und mir ist den ganzen Tag schon so schwummrig, weil wir morgen in so einem dreckigen Imbisswagen was gegessen haben. Ich weiß nicht, wie da war. Bauchschmerzen haben Sie auch oder ist Ihnen schlecht oder sowas? Schlecht, aber nur so ein, so ein Drücken. Ich guck mir gerade mal die Nase an, ja? Das sehe ich ja direkt. Ich messe mal einen Blutdruck. Ich glaube, er hat ziemlich Kreislauf. Ne? Ja, das wäre super, wenn du das machst. Sekunde. Brauchst du eine Lampe? Brauchst du solche irgendwas? Ich gucke erstmal so. Ja, ich schaue mir das erstmal grob an. Aber Sie sagen, Ihnen geht's auch so insgesamt schlecht, ja? Ja, so schwach, so schlapp. Ich fasse jetzt mal ein bisschen die Nase an. Ne? Sie sagen mir sofort, wenn das weh tut. Nein, aber nicht. Ja, geht das? Das geht, ja. Also das ist nicht besonders tief. Nee. Ich glaube nicht, dass es gebrochen ist. Wir werden trotzdem ein Röntgenbild machen, nur um sicher zu gehen. Und ich würde gerne auf jeden Fall noch mal Blut abnehmen, wenn du das vielleicht machen könntest. Ich kann auch einen Zugang legen. Genau, leg am besten direkt einen Zugang. Wir würden Ihnen einmal mit einer kleinen Nadel einen Zugang legen. Weil ich finde das ein bisschen komisch, dass Sie sagen, Ihnen geht es insgesamt schlecht und ging es auch schon vor dem Unfall schlecht. Und Sie haben ein bisschen Bauchschmerzen, weil das erklärt eigentlich nicht. Die Nasenverletzung ist das eine, aber das ist das andere. Du würdest schon mal einen Zugang legen und kurz darüber gucken. Ich guck dann schon mal, ob Ihr Bandkollege schon wieder aus dem CT zurück ist, ja? Ja. In Ordnung. Ich würde sagen, wir beide sehen uns gleich, wenn Sie vom Röntgen kommen. Ich habe auch eine Frage. Wie ist das jetzt passiert? Was ist passiert, als wir weg waren? Ich hatte ja vorhin die kleine Rangelei mit. Ja, ich weiß, ist das vom Schubsen jetzt gewesen? Ja, der hat mich gegen. Ich bin ausgerutscht gegen Gerüst. Aber warum geht's dir so schlecht? Das ist doch nicht. Er ist fest davon überzeugt, dass du das mit dem Scheinwerfer mit Absicht gemacht hast. Nein, Chrissy. Wollte mit dir reden wegen was anderes. Ich glaube das doch auch nicht. Du gehst jetzt raus, du gehst zu Frankie und ich bleib bei meinem Bruder, ja? Ich bleib auch erstmal hier. Es ist jetzt erstmal wichtig, dass wir ihn zum Röntgen schicken, dass wir gucken, was da los ist, dass wir uns das Blutbild angucken und dann machen wir den Rest. Ich gehe schon mal vor, guck mir die CT-Bilder von Ihrem Kollegen an. Die beiden müssen sich ja auch nicht unbedingt treffen, wenn es da so einen Stress gab, ne? Gut. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich und dann besprechen wir das.
Bei dem privaten Chaos zwischen den Bandmitgliedern kann die Assistenzärztin zumindest bezüglich des Gitarristen Licht ins medizinische Dunkel bringen. Er konnte nach dem CT bereits aus der Vakuummatratze befreit werden. Also an ihrer Wirbelsäule und am Kopf ist nichts. Das sieht alles prima aus. Im CT war alles unauffällig. Und das ist erstmal das Wichtigste. Die Splitter hinten, da würdest du vielleicht einfach schon mal da drüber gucken. Ich würde dann auf jeden Fall später noch, ja, klar, noch mal reinschauen, was da los ist. Aber das, ja, wäre dann erstmal wichtig. Dann nehme ich die, genau, CT-Bilder mit. Die Bilder, genau, die nehmen sie dann einfach noch mal wir mit. Eigentlich auch nicht. Schockraum können wir ja nein, eigentlich. Nein, nein, das können wir. Hey, was ist hier los? Entschuldigung, das ist noch ein Krankenhaus. Das ist ein Krankenhaus, ja, ne? Das geht jetzt hier ganz kurz. Ja. Beruhigen Sie sich mal. Achtung, so, gehen Sie mit ihm einfach in den Behandlungsraum. Wir gehen in den Schockraum. Okay. Wir gehen direkt willst du in den ihn übernehmen? Ja. Dann kannst du ihn in den Behandlungsraum. Okay, so, und schnell. Gehst du mit ihm in den Behandlungsraum? Ich komme gleich noch mal vorbei. Es geht nur um die Splitter. Okay. Der Herr Brügge ist dann im Foyer zusammengeklappt, kriegt Atemnot und wurde kaltschweißig. Und ja, es war schon ein Notfall und eine gefährliche Situation in dem Moment. Natürlich mussten wir uns dann erstmal um ihn kümmern. Was ist denn los? Wollen Sie kurz mal erzählen? Die Bauchschmerzen tun mir und die Beine tun mir jetzt weh. Die Beine tun Ihnen auch einmal, weh? Ja, darf ich mir die mal ganz kurz angucken? Mal bitte ein bisschen Platz machen, dass wir hier dran kommen. Okay, die sind auch ein bisschen geschwollen. Jetzt schauen wir erstmal an. Das sieht schon fast aus wie Ödeme, ne? Würde ich sagen. Auf jeden Fall auch an beiden Seiten. Guck mal. Ja, ja, definitiv. Würde ich sagen. Sie bekommen jetzt gleich ein bisschen Sauerstoff, ne? Dann geht es Ihnen schon schnell was besser, würde ich sagen. Und dann würde ich erstmal einen Ultraschall von Ihrem Bauch machen. Können Sie denn sagen, wo es genau weh tut? Können Sie die Stelle sagen? Ja, schon hier oben, ne? Genau. Zuerst konnte ich mir den Zusammenbruch von Herrn Brügge überhaupt nicht erklären. Aber als er dann meinte, dass seine Bauchschmerzen immer schlimmer würden, und das vor allem oben rechts, bin ich schon langsam auf den Verdacht gekommen, es könnte was mit der Leber zu tun haben. Und deshalb haben wir dann ein Sono, einen Ultraschall gemacht, um nachzuprüfen, was genau mit der Leber passiert ist. Zunächst stellt die Schwester bei dem Patienten noch einen erhöhten Blutdruck fest. Außerdem deuten seine geschwollenen Beine auf eine Durchblutungsstörung hin. Vor allem, da sein Bruder der Assistenzärztin diesbezüglich noch einen Hinweis gibt. Unsere Eltern haben Probleme mit der Durchblutung. Die hatten wohl auch mal eine Thrombose. Eine Thrombose? Okay. Ja, die sind gerinnungsgefährdet. Ja, das ist gut zu wissen. Das ist auf jeden Fall gut, dass Sie das anmerken, weil das passt nämlich so genau ins Bild. Weil Ihr Blutdruck ist auf jeden Fall etwas zu hoch. Normal ist so 120/80. Ja. Und wenn er jetzt bei 170/100 ist, ach wunderbar, die Kollegin bereitet schon mal den Ultraschall. So, ich mach das alles einmal hoch, damit wir auch an den Bauch kommen, richtig? Okay, gut. Okay, bereitest du das noch mal vor? Ich gehe nur noch mal ganz kurz gucken bei dem Kollegen, ob das alles funktioniert mit den Splittern. Das hatten wir ja auch noch. Okay, ich bin sofort bei Ihnen, ja? Der Gitarrist lässt im Behandlungsraum tapfer das Ziehen der Scheinwerfersplitter über sich ergehen. Ihn quälen vielmehr ganz andere Fragen. Herr Meier, wie geht es Ihnen denn? Ist soweit alles in Ordnung von den Schmerzen? Schmerzen ist okay. Ich frage mich nur, was diese Flachpfeife da irgendwie, warum Chrissy bei dem mit rumrennt. Das werden wir gleich rausfinden auf jeden Fall. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass hinten die Splitter aus Ihrem Nacken kommen. Genau, also ich hab schon zwei große hier entfernt. Das sieht, es ist in Ordnung. Ne? Aber es ist auch nicht so besonders tief. Ich würde sagen, ja genau. Entfernen die einfach, säuber die schön und dann packen wir ein Pflaster drauf. Ja, und das ist alles nicht so schlimm. Das ist zum Glück nicht so tief. Da ist auch nichts. Es hat jetzt auch schon wieder aufgehört zu bluten. Da haben Sie wirklich noch mal Glück im Unglück gehabt. Ne? Danke dir, ne? Vielen Dank. Bis später. Ob beim Patienten nebenan eine lebensgefährliche Erkrankung vorliegt, wird nun der Ultraschall zeigen. Tatsächlich erkennt Viola Greve sofort, was für seine geschwollenen Beine und die Schmerzen im Bauchraum verantwortlich ist. Ich guck mir gerade die Leber an, ne? Ja. Und das sieht man auf jeden Fall, die ist ein bisschen vergrößert. Und ich sehe gerade schon, dass die Gefäße, die zur Leber hinführen, ich bin eigentlich soweit fertig. Ja, genau. Würdest du mir das einmal ausdrucken? Kann ich Ihnen das auch gleich zeigen. Es gibt ein großes Gefäß, was zur Leber hinführt. Und da ist bei Ihnen wahrscheinlich eine Art Thrombose. Das nennt sich Pfortaderthrombose. Und das heißt, dass das ganze Blut sich dann in der Leber staut. Und das, genau, hier können Sie das sehen. Und das, wo es bunt ist, das sind die Gefäße. Sehen Sie die? Genau. Und das Gefäß ist schon viel dicker, als es eigentlich sein sollte, durch diesen Thrombus. Ja, das müssen wir auf jeden Fall behandeln. Also Sie werden auf jeden Fall erstmal hier bleiben müssen. Im Ultraschall ist mir besonders eine Vergrößerung der Leber von Herrn Brügge aufgefallen. Und außerdem konnte ich schon sehen, dass die Pfortader ein bisschen vergrößert war, was für mich der erste Hinweis auf eine Thrombose war. Was dann natürlich dazu führen könnte, dass sich die Leber vergrößert, die sehr angespannt ist und es dadurch auch zu Schmerzen kommt. Deshalb habe ich dann direkt ein Kontrastmittel-CT angeordnet, damit wir genau die Gefäße
Gefäßmalung und Gefäßveränderung uns angucken konnten. Ob der 30-Jährige durch ein Leberversagen in Lebensgefahr schwebt, ist noch unklar. Außerdem spitzt sich der Stress zwischen den Bandmitgliedern zu. Die Eifersucht des Gitarristen auf den Ex seiner Freundin scheint nicht völlig unbegründet. Haben Sie vielleicht eine Versicherungskarte von Ihren Kollegen für mich? Versicherungskarte? Ich brauche die. Hat der Vogel denn sein Zurück? Jens, die Karte von Dennis. Ja, gut, dann geht's mal mehr. Der hat drei Taschen. Guck doch mal kurz nach. Haben Sie klar? Ja, das solltest du schon schaffen. Ist jetzt auch nicht so wild. Chrissy? Dankeschön. Ey, was soll denn die Scheiße jetzt hier? Wollt ihr mich komplett verarschen oder was? Ich hab keine Ahnung. Vollidiot. Das Geschenk des Ex-Freundes lässt den eifersüchtigen Gitarristen endgültig ausflippen. Das Interesse der Assistenzärztin gilt aber nun den CT-Bildern des 30-Jährigen, der gerade aus der Radiologie zurückkommt. Die Ergebnisse bestätigen ihre schlimmsten Befürchtungen. Okay, das ist wirklich genauso, wie ich mir das eben schon gedacht hatte nach dem Ultraschall. Also hier können Sie das sehen. Das ist Ihre Leber, hier dieses große. Und dieses Gefäß, Sie haben ja ein bisschen Kontrastmittel bekommen, ne? Das ist ja einfach nur eine Art, um die Gefäße anzufärben. Und die Pfortader ist viel breiter, als sie eigentlich sein sollte. Das kommt durch diese Stauung, weil Sie hier einen Thrombus haben, wo Sie auch eben gesagt haben, das liegt schon in der Familie. Und dadurch ist das Gefäß jetzt extrem verweitert, weil sich das ganze Blut angestaut hat. Und dadurch ist Ihre Leber sogar schon was größer geworden. Und das hat zu den ganzen Schmerzen geführt. Das hat auch zu den Ödemen, zu diesen Schwellungen an den Knöcheln unten geführt. Und das erklärt auch, weshalb Sie so schwach waren und so einen hohen Blutdruck hatten. Und diese ganzen Geschichten. Also das ist eine Pfortaderthrombose. Da brauchen Sie auch auf jeden Fall direkt Medikamente. Okay. Sie kriegen Blutverdünner, dass der Thrombus sich auflösen kann. Und da müssen Sie auf jeden Fall, es tut mir leid, aber Sie werden ein paar Tage hier bleiben müssen. Ja, weil gerade wenn Sie sagen, dass das in der Familie liegt, dann müssen wir gucken, ob es da nicht noch schwerwiegendere Ursachen gibt. In Ordnung. Die vergrößerte Leber bedeutet, dass die Leber in irgendeiner Weise unterversorgt ist und deshalb anfängt, sich umzubauen. Und das kann auf Dauer, wenn es immer stärker wird, sehr, sehr gefährlich sein, weil die Leber irgendwann komplett aufhört zu arbeiten und dann Vorgänge wie zum Beispiel die Entgiftung des Körpers komplett eingeschränkt sind und im schlimmsten Fall überhaupt nicht mehr funktionieren können. Und letzten Endes ging es uns darum, eine Lysetherapie bei Herrn Brügge zu starten. Das bedeutet, dass wir über Infusionen ihm Medikamente geben, die anfangen, das Blut zu verdünnen. Und dadurch kann sich dieser Thrombus, der sich in der Arterie gebildet hat, langsam wieder lösen. Das Gefäß ist wieder frei und die Leber kann wieder ganz normal weiterversorgt werden. Und dadurch sollte er auch keine weiteren Spätfolgen erleiden. Jetzt ist klar, der heruntergefallene Scheinwerfer war keine Absicht. Der Techniker war wegen seiner Stauleber zu schwach, um ihn richtig zu befestigen. Jetzt muss abgeklärt werden, ob hinter seiner Thrombose eine Blutgerinnungsstörung steckt. Ein paar Stunden später weiß Viola Greve mehr. Wie geht es Ihnen? Schon besser. Schon besser, ja. Wir haben uns auch noch mal die Werte angeguckt. Das ist soweit alles im Rahmen. Wir haben ja jetzt mit der Lysetherapie angefangen. Und das wird noch ein paar Tage dauern. Aber wenn das so läuft, wie es jetzt momentan aussieht, dann können Sie auch auf jeden Fall in ein paar Tagen wieder nach Hause. Ein bisschen müssen Sie noch hierbleiben. Ist auch wichtig, heute überhaupt nicht aufstehen. Und in den nächsten Tagen, wenn sich das jetzt verbessert, dann können Sie schon mal kleine Schritte machen. Und mal wieder proben. Ja, das dauert noch ein bisschen. Genau, das dauert noch nicht so schnell. Ach, gucken Sie mal. Da ist ja Besuch. Das ist doch schön. Ich glaube, da möchte doch jemand was sagen. Ich habe gehört, dass das ja wirklich ein Unfall war. Und mir tut's leid, dass ich dich beschuldigt habe. Kein Problem, ich kann's verstehen. Sorry. Was war das eigentlich mit diesem komischen Päckchen da für eine Nummer? Ach, ja. Das würde mich ehrlich gesagt auch noch interessieren. Ach ja! Stimmt denn das? Was sollte das? So, was meinst du? Los mal. Wollen wir es erzählen? Hol das Päckchen raus, dann werden wir alles aufklären. Ich hol's raus, ja. Das ist es nicht. Achtung, da ist es. Chrissy, tut mir leid, es ist ein bisschen ediert. Dennis! Das ist eine Streichelschachtel aus der Krug. Ja, da haben wir unseren ersten Auftritt gehabt. Genau. Ja. Und das wollte ich dir alleine sagen, wo er uns dann gestört hat. Ich werde nach Hamburg gehen, ich habe ein Jobangebot gekriegt. Ach, und mit der zum Band? Wohle der Band gehe ich nach Hamburg, damit mehr Ruhe in die Band kommt. Traurig. Aber ich tue es für die Band. Das heißt, der ganze Trouble ist jetzt vorbei, oder was? Es ist ein Abschiedsgeschenk. Ja. Ich meine, wir sind eine Band. Ich meine, wir müssen so zusammenreisen. Und wir bleiben auch eine Band. Es war auf jeden Fall eine sehr rührende Bandzusammenführung. Und ich fand es besonders schön, dass sich die Kollegen untereinander dann auch wieder zusammengefunden haben und alles klären konnten, bevor der eine, der Bandtechniker, dann nach Hamburg für seinen nächsten Job gewechselt ist.
Der 30-Jährige hat akzeptiert, dass seine Ex-Freundin nun den Gitarristen liebt und will, dass die Band ohne Eifersuchtsdramen weiter erfolgreich sein kann. Ein paar Tage später konnte er aus der Klinik entlassen werden. Er nimmt nun blutverdünnende Medikamente, um einer weiteren Thrombose vorzubeugen.